Fall Guys, Ultimate Knockout, Let's Play! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, heute kommt die letzte Runde aus dem Satellite Stars Event mit dem Untertitel Logik. Ich habe die letzte Folge erneutes Warten auf den Spielmodus genannt und tatsächlich am Anfang der Episode sage ich sogar sowas, weil es war wieder ziemlich nervtötend. Damals war es der Teammodus, auf den ich gewartet habe. Jetzt war es eine Überlebensrunde. Aber das kann ich vorwegnehmen. Mir gelang es dann in der Runde, die ich heute zeige. Und ich beende auch dieses Event. Ihr seht also am Ende des Videos dann, wie ich den Skin und alles abhole, damit hier auf jeden Fall mal das Ganze vorbei ist. Und beim Thema vorbei, man glaubt es kaum, aber das war's. Die Saison 6 ist mit dieser Episode, mit dieser Runde beendet. Ich glaube, das war mir damals gar nicht klar, als ich spielte. Und die nächste Runde, die ihr sehen werdet, ist dann schon Saison 7. Hab ganz schön was rausgehauen und ganz schön aufgeholt in letzter Zeit. Mir soll es recht sein. Also schaut es euch an, bleibt dran, das Saisonfinale. Und ich schicke euch jetzt in die 107. Solo-Runde. Chronologisch ist es die 138. Episode, das 138. Turnier und wünsche dazu, wie immer, viel Chaos und viel Spaß. Tja, meine Freunde, das Warten auf den Spielmodus, also keine Ahnung, ganz ehrlich, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass es mir nochmal passiert. Letztes Event, das einen ähnlichen Namen hatte, mit dem Teamgame, was einfach nicht kam, und jetzt kommt einfach diese Überlebensrunde nicht. Also diese Logikrunde kam jetzt schon zigmal, aber die Überlebensrunde kommt gar nicht. Also ich spiele jetzt echt schon eine ganze Weile und ich hatte jetzt einmal diese Überlebensrunde, das habt ihr gesehen, das habe ich geschafft. Und ich hatte es einmal jetzt in der Runde, die ich nicht gezeigt habe, wo ich gleich am Anfang ausgeschieden bin. Denn eigentlich kann ich das gar nicht mit dem Nashorn. Aber ansonsten, also ich habe jetzt einige Runden nicht gezeigt. Es kommt einfach nicht der Modus. Ich hatte ihn jetzt zweimal innerhalb von, ich weiß gar nicht, Ewigkeiten. Ich versuche es jetzt schon eine ganze Weile und ich weiß nicht, warum das jedes Mal sein muss, dass man irgendwie eine Quest macht für einen Modus, der einfach nicht stattfindet. Schon das zweite Mal, dass ich das jetzt irgendwie erlebe in dem Spiel. Und so langsam vergeht mir auch die Lust, muss ich sagen. Ja, genau. Weil ich jetzt einfach irgendwo dachte am Anfang, okay, du kamst ziemlich gut durch, das Event hast du auf die Schnelle gelöst. Und jetzt habe ich wieder das Problem wie mit dem Teamgame damals und ich finde es einfach irgendwo nicht mehr witzig. Also warum man sowas machen muss, ist mir nicht ganz klar. Da trage ich lieber stundenlang einen Pinguin durch die Gegend oder über Ziellinien, als dass ich eine Quest lösen muss in einem Spielmodus, der nicht stattfindet. Das ist das zweite Mal. Ich kann aber nicht wie beim letzten Mal sagen, okay, ich lasse es. Ich brauche die 100 Punkte, sonst schaffe ich das nicht mit dem Skin. Ich kann auch mal die Mitte machen, das habe ich ja das letzte Mal überlebt. Oder so, da so ein Mittelding ist. Dann machen wir das. Ich frage mich, ob das schon immer da war oder ob es nur im Event ist, aber das kenne ich gar nicht. Ne, wisst ihr, was ich meine? Ich hätte einfach gerne den Skin, dazu brauche ich aber auch das Unterteil. Ich krieg diesen blöden Überlebensmodus nicht, beziehungsweise ich hatte ihn jetzt zweimal und ich möchte nicht schauen, wie lange ich jetzt spiele. Bestimmt schon 2 Stunden. Ich hatte ihn zweimal. Es kommt einfach nicht. Ich habe immer das Gefühl, am Anfang kommt sowas wie Jungle Jump oder dieses Whip-Wirrwarr. Dann kommt entweder Logik oder Überleben. Dann kommt Pinguin oder Bubble Trouble und dann Finale. Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber ich glaube, so langsam das Schema entdeckt zu haben. Das heißt, jetzt ist eine Chance da, dass die Überlebensrunde kommt. Wollen wir es einfach mal hoffen. Ich weiß sonst langsam nicht mehr, was ich tun soll. Sonst habe ich den Skin halt nicht. Ganz ehrlich, ich... Es liegt nicht an mir. Ne? Es liegt nicht an mir. Und ich merke einfach, wie ich die Konzentration verliere. Ja. Dschungeljump, okay, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Da ist meine These ja gerade falsch. Ich frage mich halt auch, ob auch in der dritten Runde noch eine Überlebensrunde kommen kann. Keine Ahnung. Na klar, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich könnte auch die 100 Punkte im Finale kriegen, indem ich gewinne. Aber wie wahrscheinlich ist das? Einzig Positive ist, es ist das Tempel Rin, da kann ich das ein bisschen spielen, das mag ich ja. Und das würde ich ja mal gerne schaffen. Aber wahrscheinlich ist das nicht. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, ich gehe jetzt raus oder so. Erstens weiß ich nicht, ob es in der dritten Runde vielleicht nicht auch noch passieren kann. Und zweitens habe ich ja die Finalteilnahme dann. Und da dann natürlich zumindest eine 1%ige Chance, dass ich es vielleicht schaffe oder so. Aber wenn das jetzt noch ein bisschen lange dauert, muss ich es aufgeben. Okay, dann halt nicht. Muss ja auch nicht. Also ihr wisst sicher, wie ich es meine. Und ich finde es schade, dass es das zweite Mal schon mir passiert. Dass ich eine Quest machen muss in einem Modus, der einfach nicht stattfindet. Der einfach nicht passiert. Wie soll ich eine Quest machen, wenn ich das praktisch das Spiel nicht spiele? Da komme ich mir veräppelt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich lieber eine Quest, was der übelste Grind ist oder sowas, wo ich 20 Mal irgendwie mich qualifizieren muss, in egal welcher Runde. Oder sowas. Aber dass ich hier auf einen Spielmodus warte und das Spiel
trollt mich fast schon, indem es mir den Spielmodus einfach nicht gibt. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Da kann ich gar nicht lachen. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Dann mache ich lieber einen Grind. Bin auf Gedeih und Verderb schon wieder. Davon abhängig, dass der mir den Modus gibt. Und dann ist es auch noch ein Achillesfersen-Modus, den ich eigentlich gar nicht kann. Das war jetzt relativ knapp. Ich weiß gar nicht, ob es in der dritten Runde überhaupt noch so weit sein kann. Ich bin auch mal froh, wenn ich mal wieder eine normale Runde spielen kann. Also ein ganz normales Hauptprogramm. Damit ich nicht immer das Gefühl habe, es braucht es jetzt denn oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass in Runde 3 der Modus kommen kann. Aber ich lasse mich gerne an das Bessere überzeugen. Sonst muss ich einfach ein Finale gewinnen, so bescheuert das klingen mag. Oh, es ist das Nashorn. Ja, jetzt habe ich mich selber Lügen gestraft. Jetzt hoffe ich halt, dass es das mit dem Kreisel in der Mitte ist, wo alle so ein bisschen kuscheln, weil das hat gut geklappt. Sagt er ja, ich habe... Ja, das ist das mit dem Kreisel. Ich hatte es ein zweites Mal ohne Kreisel und bin ganz am Anfang raus. Also, bitte, ihr lieben Gaming-Götter, tut mir das jetzt nicht an. Ich hätte es jetzt gerne. Dann ist es doch noch ein Happy End. Es ist zwar spät geworden, aber ich hätte es dann geschafft. Aber jetzt gehen sie alle wieder kuscheln. Seht ihr? Das war beim ersten Mal... Was heißt beim ersten Mal? Quatsch. Beim zweiten Mal war es nicht so. Seht ihr? Weil die schubsen hier so ein bisschen rum. Ja, auf das habe ich jetzt gewartet. Ganz ehrlich, das ist so leid. Auf das habe ich gewartet. Ich glaube, ich muss Zeit auf. Meine Güte. Mir fällt ein Stein zu setzen. Wenn man sich so in die Menge kuschelt. Weil die schubsen komischerweise anders an den Modus. Also mit dem Kreisel. Vielleicht komme ich ja noch ins Finale. Ich meine, für euch war das mit Sicherheit nicht so schlimm, weil ich zeige ja nur die wirklich guten oder interessanten Sachen. Für mich, also... Naja, okay. Egal. Auf der anderen Seite, es war noch okay. Jetzt habe ich das Event gezeigt. Passt. Jetzt bin ich dann am Ende doch zufrieden. Aber kurzzeitig dachte ich mir, ich verliere den Nerv. Ne, jetzt bin ich zufrieden. Doch. Und ihr fragt euch, warum redet der, als hätte er es schon geschafft? Weil das hier easy ist. Man kann das gar nicht verlieren, wenn man hier in der Mitte bleibt. Weil die schubsen einen nur so leicht, so dezent. Seht ihr, ich schaffe das. Ich wusste das. Ich hab's geschafft, das war die Quest, die ich brauche. Halleluja. Na also. Mein Gott. Aber in Zukunft gucke ich bei diesen Events vorher, ob es wieder so eine Runde ist, die man überleben muss. Dann fange ich ein bisschen früher an. Dass ich nicht auf Zwang dann... Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt spiele. Guck lieber nicht nach. Bestimmt 2 Stunden. Egal. Jetzt freue ich mich. Das gebe ich zu. Es ist mir so egal, wie es von uns ausgeht. Ich zeige euch das jetzt auf jeden Fall. Klar. Und dann gucken wir uns in Ruhe noch das an. Bubble Trouble. Fällt mir schwer momentan. Ja, dann schauen wir uns in Ruhe das an. Dieses Abholen des Skins. Jetzt bin ich froh. Ich habe echt kurz überlegt, weil ich muss ja auch mal schlafen gehen. Ich darf gar nicht sagen, wie spät es ist. Ich dachte echt kurz, also ich glaube, den Sherlock kriegst du nicht. Gott sei Dank. Hä? Wo ist denn das ganze Zeug? Das ist das Problem, dass mir das alles geschnappt hat so ein bisschen. Aber nur so dezent hier drin. Das ist jetzt auch nicht, was ich alles geholt habe. Ah, hier habe ich das. Das hat sich nach mehr angehört. Ja, Bubble Trouble fällt mir schwer. Momentan hätte ich fast das Goldene erwischt. Kann ich denn hoffen, dass hier ein Spawn ist oder sowas? Nein, kein Spawn. Ja gut, jetzt werde ich aber auch gerade ein bisschen Spielbein hin und her geworfen. Ich meine, ich würde schon nochmal ein Finale mitnehmen, aber momentan sieht es nicht mehr aus. Momentan sieht es nicht mehr aus. Läuft nicht gut, läuft nicht gut. Ach, la, la. Jetzt komme ich wieder darauf. Das habe ich ja schon mal fertig gemacht. Ich krieg's aber immer vor der Nase jetzt weggeschmissen. Naja, das meine ich. Aber einer noch.
Es war nicht so, dass das der letzte Qualifikationsplatz war. Jetzt mache ich es wieder spannend, aber ihr werdet Zähne knirschend und Nägel kauend wahrscheinlich dabei sein. Hoffe ich jedenfalls. Na, das war doch jetzt ein Happy End. Jetzt will ich gar nicht so viel geschimpft haben. Aber ich finde es trotzdem doof. Also schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass das immer so ein Modus ist, wo ich 2 Stunden brauche, bis er überhaupt einmal kommt. Aber Logik, oder wie das heißt, Logikrunde, die hatte ich jetzt schon 20 Mal. Aber jetzt ist mit Sicherheit Tempelrind. Immerhin, dass es nicht Eis oder sowas ist. Seht ihr? Bei meinem Glück gewinne ich das jetzt und denke mir dann, wow, 900. Nee, natürlich nicht. Aber, ich habe es geschafft. Mehr habe ich jetzt nicht im Kopf. Jetzt bin ich locker. Vielleicht kriege ich jetzt auch mal was zu essen heute. Das Einzige, was ich heute gegessen habe, war eine Bratwurst. Den ganzen Tag. Egal. Auf geht's, Willow. Kämpfen und siegen. Links oder rechts? Links oder rechts? Natürlich nicht. Uiuiui. Das war natürlich jetzt gar nicht. Ja, okay. GG. Jetzt sehe ich nichts mehr. Na gut. Okay. Die haben natürlich jetzt wahrscheinlich das Glück, dass sie alle richtige Türen haben. Nein, ich will nicht letzter werden. Ja, okay. Ist egal, Freunde. Wurscht. Wurscht. Ich bin jetzt auch einfach exhausted. Ich bin jetzt auch müde. Jetzt reicht's auch. Wir schauen uns einfach jetzt miteinander nochmal das Event an. Ich bin jetzt einfach nur froh. Ja, ich bin einfach nur froh, dass ich es geschafft habe. Ich spiele jetzt einfach schon zu lange. Aber der Skin ist cool, oder? Ich finde das cool. Es hat sogar noch das Ding gegeben. Diese Kronenstücke. Und jetzt gucken wir gleich miteinander. Das waren die 100, die ich brauche. 50 bin ich ja schon Ewigkeiten. Das waren die Kronenstücke. Jetzt habe ich das wenigstens auch noch gekriegt. Jetzt noch miteinander abholen. Das machen wir auf jeden Fall in der Folge. Seht ihr, jetzt sieht sie nämlich genauso aus wie beim letzten Mal. Und jetzt holen wir es einfach miteinander ab. Juhu. Früchte-Fan. Naja, okay. Meinetwegen. Kudos. Nehme ich auch. Eine Farbe. Such das X. Oh, sieht gerade etwas schlecht aus. Das Unterteil. Und das Oberteil. Und wie es aussieht? Naja, schaut nach links. So sieht's aus. Links. Und diese grünen Augen, und ich hatte es, glaube ich, erwähnt, die brauche ich jetzt auch nicht. Es langt jetzt auch. Also jetzt bin ich exhausted, aber zufrieden. Jetzt hat es doch geklappt, Gott sei Dank. Und ich habe das Event genauso beendet wie beim letzten Mal.